Guten Tag, meine Lieben. So, das ist jetzt Montag schon und die Schule geht weiter. Und ich habe gehört, ihr wart schon in der Schule und dann haben so Sachen gemacht und sowas und so. Wunderschön. Also, meine Lieben, wir haben das so vereinbart, dass wir Physikstunde machen wir wieder weiter im Homeschooling, weil in den Navi werdet ihr mal Chemie machen und Biologie ein bisschen und so. Und dann habe ich auch gehört, alle Tutorinnen und alle Klassenlehrerinnen haben erzählt, wie schön ihr gearbeitet und wie es euch gefällt und wie super. Und ich finde es auch wirklich so genial, wie ihr so Sachen macht und Vermutungen mir schickt und Antworten und Fragen und es ist einfach spitze mit euch, ja? So, also meine, dann legen wir sofort hier mal los, ja? Ich habe solche Leute für euch, boah, da werden wir uns freuen. Also, unser Thema ist für heute die Atome. Und wir werden dann wirklich reinschauen, die in diese geheimnisvolle Dinge, die mit uns solche Spaßen machen, dass wir in die Küche gehen und nehmen zwei Plastiksachen und die stoßen einander ab. Boah, wie kann sowas passieren? Hatten die alten Griechen vor 2500 Jahren wirklich recht, als sie gesagt haben, Atome sind unteilbar? Die alten Griechen haben uns gesagt, den Atom, das ist das letzte kleine Ding, was es überhaupt gibt. Und das kann man nicht mehr teilen. Boah, hatten sie wirklich recht? Leute. Jetzt schauen wir mal die Vermutungen hier an. Von Jonas, von Paul und von den anderen Plan, Florian und Jasmin. Das könnt ihr bitte nicht vorstellen, beziehungsweise das werden wir jetzt sehen sogar. Und dann, der zweite Teil, stellen wir die Frage und versuchen wir irgendeine Vorstellung machen, wie könnten die Atome drin aussehen? Ja, wir machen unsere Vorstellung. Ja, wir stellen irgendetwas vor. Ja, wir haben keine richtige Fernrohr oder Mikroskopen, leider können wir nicht in den Atomen reinschauen, ja? Aber wir können eine schöne Vorstellung machen. Und das nennen wir in der Physik Modell. Ja? Das ist unser schönes Modell. Das ist unser schönes Vorstellungsmodell. Ja? Na, erstmal gehen wir mal los mit den Vermutungen. Also, fangen wir sofort mit Paul an. Paul sagt, ich vermute, dass die Teilchen erwärmte Plastikteilchen sind. Boah, diese Vermutung ist auch nicht schlecht. Ja, also ich habe schließlich diese Plastikfolien habe ich auf dem Pullover so gerieben und geriebene Sachen, die werden dann wärmer. Boah, Paul hat recht eigentlich. Und da sagt er, ich vermute, dass sie einander abstoßen, also die Plastikfolien und die kleinen Teilchen dran, weil sie beide aus dem gleichen Stoff bestehen. Und da sagt er, bei zwei Magneten zum Beispiel stoßen sie auch einander ab, weil sie beide mit der gleichen Seite zueinander stehen. Boah, der sagte Paul, da irgendwie was Magnete vielleicht auf diesen Plastiken sind und sie stoßen einander ab. Boah, das ist auch eine schlechte Vermutung. Boah, gut. Was sagt Jonas? Jonas sagt, einfach und ganz gerade, das sind positiv geladene Atome. Boah, das sind Atome, die da positiv. Boah, wirklich gibt es positive Atome und so geladen sogar. Naja. Und er sagte, weil beide gleich geladen sind. Er sagt, wenn zwei Dinge, zwei Teilchen gleich geladen sind, dann stoßen sie einander ab. Das ist auch interessant. So, was sagt Florian von 713? Florian sagt, oh meine Lieben, das sind entweder Protonen oder Elektronen. Boah, meine Güte, die Teilchen haben die gleiche Ladung. Positiv oder negativ? Und deshalb stoßen sie einander ab. Boah, Florian ist wirklich cool. So. Und schauen wir mal Jasmin von 712. Sie sagt, die kleinen Teilchen sind Elektronen. Boah, guck mal, diese Jasmin,
Diese Jasmin, solche Sachen kennt sie. Sie sagt Elektronen. Na, was ist das denn mal? Und dann sagt sie uns, die Elektronen sind durch die Reibung am Pullover negativ geladen. Boah, also wenn ich Elektronen reibe, dann werden sie negativ, wirklich. Und dann sagt sie, zwei negativ geladenen Teilchen stoßen sich ab. Boah, zwei negativ geladenen Teilchen stoßen sich ab. So, sie sind schon mal so. Na sowas. Na, dann gehen wir mal weiter. Ach, und da ist der Paul, der Stolle. Seine Vermutung ist folgendes. Lesen wir das ganz langsam und in Ruhe. Paul sagt, meine Vermutung ist, dass die Teilchen auf dem Plastikstreifen negativ geladene Teilchen sind. Elektronen. Oh. Naja, da passt es schon irgendwo mit Jasmin, sagt auch, ne? Jasmin sagt auch Elektronen. Und dass sie auch negativ geladen sind. Ja, oh, guck mal. Und Florian sagt auch sowas, Elektronen. Oh, meine Güte. Also das muss irgendetwas mit Elektronen, müssen wir mal wirklich mal rausfinden, was Elektronen sind. Und dann sagen die, dass sie negativ sind. Eieieiei. So, also, na, da ihr vermutet aber weiter. Ich vermute, dass die Teilchen vom Pullover auf die Plastikstreifen gesprungen. Oh, was? Die können springen? Können die Elektronen springen? Meine Güte, die Energie dafür kommt von Reibung. Oh, also wenn wir reiben, dann können sie mal springen. Bekommen sie was Energie ein bisschen so zugestoßen, sagt Paul uns. Und dann, für die zweite Frage, warum sie abstoßen, sagt er, die Plastikfolien stoßen sich ab, weil beide Plastikfolien negativ geladen sind. Oh, diese negative Elektronen sind auf den Plastikfolien und dann plötzlich stoßen sie einander ab. Zwei gleich geladene Teilchen stoßen sich ab. Meine Güte, was alles diese Kinder können und wissen. Meine Güte, Leute, wie sollen wir es uns vorstellen? Wie sollen wir es uns mal vorstellen? Okay, Leute, schon folgendes. Ich mache jetzt hier einen Stopp, ja, und dann in dem nächsten machen wir mal unsere Vorstellung, okay?